Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Europa Universalis 4. Mein Name ist Leiko, wir spielen als Österreich, sind im Krieg mit Transoxanien. So viele Kriege können wir gar nicht mehr machen, da alles in einer Koalition mit uns gegen uns einen Waffenstillstand hat. Aber Transoxanien hat sich hier aus Usbekistan rausgebildet. Die wurden von Jiren angegriffen, so wie die Chagatai gerade. Ich weiß eben nur nicht, wo Jiren ist, aber irgendwann mal werde ich es schließlich wissen. Und ja, da haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und greifen Transoxanien und damit auch Usbekistan an. Zwei Sachen will ich machen, zwei kleine Sachen. Einmal natürlich hier schön erobern, das ist logisch, dass es sich hier so ein bisschen ausbreitet. Und die zweite Sache, die ich machen wollte, ich wollte die Inflation noch ein bisschen senken. Und ich mach's einfach. Wie man sieht, man kriegt 2 Dukaten mehr pro Monat. Also es ist schon nicht nichts, wenn man die Inflation senkt. Ein Faktor, der für mich, ja, lange Zeit nicht beachtet wurde. Jetzt habe ich die Inflation gesehen, dass sie über 20 war. Jetzt haben wir sie ein bisschen runtergemacht und schon haben wir viel mehr Dukaten pro Monat. Was natürlich wunderbar ist, wenn man keine Inflation hat oder jedenfalls nicht so hoch. So, Montferrat verließ die Koalition gegen uns. Ganz interessant. Hier geht es, glaube ich, ganz normal weiter mit Belagern, Anbelagern. Die hier hinten sind schon fertig. Die können nach vorne. Hauptsache, jeder weiß, wo er hin soll. Genau. Wie sieht's aus in Österreichisch-Mexiko? Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Wir gehen einmal hier drauf. Sehr schön. Alles klar. Und dann machen wir da auch schön weiter. Und ansonsten schauen wir mal hier. Haben sich hier schon Schiffchen gebaut? Nein, nicht mal eins. Okay, dann habe ich das erst vor kurzem aufgegeben. Hier warte ich natürlich noch auf Schiffe. Grönland ist safe. Grönland ist gut, viel Eis, jawohl, plus 65 pro Jahr, sehr schön. Alles klar, 21 ist alles ready. Dann lasse ich die Zeit laufen, wir schauen zu und wir schauen auch noch, mit wem wir Krieg erklären können. Wird ja der Reihe nach aufgeploppt, mit wem wir welchen erklären könnten, quasi. Ansonsten das Heilige Römische Reich, das sieht schon mal gut aus. Da wollen wir natürlich wieder was reinhauen, den ewigen Landfrieden oder vielleicht sogar, ja, eine Nation, dass wir das Heilige Römische Reich als ein Staat haben. Damit das hier alles wunderschön abgeht. Ein bisschen verteilt, Transoxanien wird auch erobert. Ich würde gern mehr Kriege führen, aber so ist eben die Spielmechanik. Wir machen plus 1 Dukate, zum Glück holen wir uns ein bisschen Admin-Power rein. Ah, ich erinnere mich an was. Ich wollte hier was vorlesen, den Zwangsdienst. Ich habe mir das kurz ein bisschen angeschaut. Okay, das haben wir gelöst. Die können mal da drauf. Kurz ein bisschen angeschaut. Moment hier. Bei den Ideen. Volksherr. Die Jungen können dienen. Zwangsdienst. Die Alten und Schwachen. Lagerbummler. Eingezogene Garnison. Und erweiterte Nachschubkolonne. Das hört sich alles so, ja, crazy an, im Sinne von, ja, verrückt, kriegerisch. So, die können weiter vor. Die können auch eins weiter vor. Die können noch eins weiter vor, okay. Dann checken wir das mal ganz kurz ab. Einmal hier drauf. Untertan, genau, nein, nicht die Untertan. Die Ideen. Zwangsdienst. Das Prinzip der Freigebigkeit ist die Grundlage der Struktur unserer gesamten Armee. Manchmal gibt es nicht genug Freiwillige. Wir sollten die Menschen zur Freiwilligkeit zwingen. Okay, ganz verrückt. Zwangsdienst ist ja Zwangsdienst und da gibt es keine Freiwilligkeit. Ich finde, ja, die Texte manchmal schön ironisch, witzig formuliert. Was haben wir? Wir haben Om. Einfach mal Om besetzt. Okay, OM. Und dann schnurstracks weiter vor und aufsplitten, logischerweise. Dass das hier alles einmal gut läuft,
Sehr gut. Und dann checken wir mal weiter ab. Also Usbekistan und Transoxanien ist, glaube ich, gut bedient. Einen anderen Krieg sehe ich gerade nicht, den wir erklären könnten. Tatsächlicherweise sehe ich wirklich keinen. Die Chagatai, da könnten wir den Krieg erklären. Wir sind auch in Überzahl, aber trotzdem macht da Ming und Korsan mit. Bei Ming wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Die könnten, glaube ich, so ein bisschen ungemütlich werden. Gazikumuk, mit wem sind die eigentlich befreundet? Mit dem Osman, Astrahan, Krim, Korsan, Transoxanien. Okay, Transoxanien bald nicht mehr. Aber auch ganz interessant. Okay, okay. Bulgarien, ja, wir könnten auch Bulgarien den Krieg erklären. Dann wären wir gegen den Osmanen und gegen Moskau im Krieg. Wäre eigentlich auch ganz cool. Ich mache da mal ein Spionagenetzwerk rein. Ich bezweifle aber, dass es klappt. Wir hatten eben die ganze Zeit den ewigen Landfrieden und aufgrund dessen haben wir da natürlich nie angegriffen. Aber es wäre eigentlich ein guter Schachzug, die mal anzugreifen. Auf jeden Fall. Hier erweitert sich Portugal, Portugiesisch-Mexiko, gefällt mir überhaupt nicht, aber da muss ich jetzt durch. Schlussendlich greifen wir sie dann an, wenn es soweit ist. Und wir greifen hier natürlich alles einmal an. Die Rekrutenreserve steigt ein bisschen, eine neue Idee. Ich hau sie rein. Mancher Marshall Lords. Vasallenbonus plus 100%. Diese ganzen Kolonien werden ja Vasallen sein. Oh, da haben sie keinen Ort, wo sie hin können. So, wieder neu aufgesplittet. Und noch weiter aufgesplittet, genau. Und dann haben wir auch endlich die Einflussideen durch. Das ist richtig geil. Kosten unrechtmäßige Forderungen minus 5%. Ich muss mal also überdenken. Unrechtmäßige Forderungen. Damit gemeint ist höchstwahrscheinlich aus meiner Sicht, wenn wir keine Kernprovinz uns reinhauen, sondern andere Provinzen, dass die Kosten nicht so hoch sind. Es kostet dann mehr, diplomatisch und administrativ das hinzuzufügen und abzuspalten. Deswegen drücke ich einmal durch. Und wir haben neue Richtlinien und die Richtlinien können wir uns jetzt mal anschauen. Eigentlich ganz interessant. Wir können Polotsk den Krieg erklären. Ich glaube, das bringt uns nichts, oder? Moment. Ja, wir brauchen einen Diplomaten. Mamelukenreich, 30, Osmane, Tunesien, Bulgarien. Ich nehme mal den Tunesier kurz raus. Und schau mal, aber ich glaube, Polotsk den Krieg erklären bringt nichts. Jetzt kann man das ja kurzzeitig eventuell nutzen. Für Kriege, um andere Kriege quasi heraufzubeschwören. Das bedeutet, um mit den Kriegspartnern von Polotsk Krieg zu führen. Sowas in der Art. Wenn wir einen Diplomaten hätten. Und wir haben einen Diplomaten und wir würden gegen Moskau Krieg führen. Und das wäre zum Beispiel cool, gegen Moskau Krieg zu führen. Ja, aber wir haben keinen Kriegsgrund, deswegen mache ich mal bei Polotsk auch ein Spionagenetzwerk rein. Vielleicht lohnt sich das, Bulgarien oder Polotsk anzugreifen, um mit dem Osman oder Moskau Krieg zu führen, damit es eben ein bisschen schneller geht. Naja, auf jeden Fall, vielleicht klappt's. Also, wir erobern hier alles der Reihe nach. Ich möchte noch die Richtlinien mir anschauen. Moment, wo sind die? Hier nicht. Hier sind die Richtlinien, also diplomatische Kostenkulturänderungen werde ich auf jeden Fall reinklatschen. Nicht jetzt, ich ändere jetzt keine Kulturen, aber an sich, ich möchte die Kulturen schon ändern. Ich fände das eigentlich ganz cool. Hat auch Vorteile für die Provinzen. Wenn die Kultur geändert ist, gibt es weniger Autonomie und weniger Stress. Und wirklich, es ist besser, wenn es eine akzeptierte Kultur ist oder deine eigene quasi. Also es macht Sinn. Moment, die hauen hier rein, genau. Also hau ich rein, aber nicht jetzt. Zölle global plus 10, Freiheitsstreben, Untertanen, Entwicklung minus 10. Eigentlich ganz cool. Und Missionarsstärke werde ich auch reinklatschen und diplomatische Beziehungen brauchen wir tatsächlich nicht. Aber Rekrutenreserve global plus 10% wäre gut. Ich glaube, dafür müssen wir die einen militärischen Ideen durchdrücken und dann wird das. Dann nehme ich mal die Zölle global.
Die Verordnung von Kolonienrestriktionen wird unsere Politikkosten von 0 diplomatische Macht monatlich erhöhen, muss 10 Jahre lang aktiv sein, bevor sie widerrufen werden kann. Und ja, also gut. Jetzt sehen wir, wie es ausschaut. Ich klatsche das jetzt nicht rein. Ich brauche das jetzt auch gerade nicht. Oh, können wir weiter mal erforschen? Nee. Doch, wir können mit denen darüber. Mache ich auch. Wenn wir uns da drüben was anschauen können, ist auf jeden Fall klar, dass wir es machen. Und diese Folge wird das, glaube ich, hier ein bisschen ein Fortschritt hier in dem Eck. Einfach dann noch weiter vor mit den Jungs, bis eben alles belagert ist. 69%, Transoxanien ist der Hauptkriegsgegner, aber aus Usbekistan wollen wir auch was rausschlagen. Transoxanien möchte schon Frieden, möchten wir nicht. Militärzugang aus Georgien, das bekommt ihr. Ihr seid hier so aufgesplittet, ihr sollt ruhig hin und her gehen dürfen. Ich erlaub's euch. Kein Problem. Die Spionagenetzwerke hier, plus 0,49, plus 0,93, laufen langsam. Das bedeutet, das wird alles dauern, bis wir was machen können. Ich check nochmal hier ab. Jawohl. Jetzt einmal da hoch. Und dann natürlich hier im Eck fertig machen. Unsere österreichisch-Mexiko-Jungs, die hier so ein bisschen rausgekommen sind, erledigen auch ein bisschen was. Das ist natürlich sehr gut. Und Usbekistan sieht schon sehr, sehr belagert aus. Mit sehr belagert meine ich, die sehen richtig belagert aus. So, ich verschiff mal ein paar. Ja, verschiffen eigentlich nicht. Ich schick mal ein paar weiter nach vorne. Unrechtmäßiges Gebiet. Das ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Und wir gucken jetzt hier mal weiter zu, wie das hier vorangeht. Minus 0,94 Dukaten. Die Korruption bleibt gleich. Wir können Finnland den Krieg erklären. Ich glaube, das ist richtig unnötig, oder? Ah, wir haben keinen Diplomaten, aber es ist Schweden und Moskau. Naja, Moskau ist Moskau, aber Schweden, Finnland, das ist anstrengend, gegen die Krieg zu führen. Ich mache lieber hier mit Bulgarien Krieg, das ist irgendwie, liegt mir mehr auf der Hand. Alles klar, ein 74er Kriegsstand, ich mache ein bisschen schneller. Okay. Wie viel kostet hier die Rekrutenreserve? 45? Ich hau die mal rein. Dann bekommen wir mehr Rekrutenreserve, 4 Punkte noch und dann können wir eh im Notfall den Stabi-Punkt wieder reinhauen. Und da ist Usbekistan und da belagern die ein bisschen, was ist ja auch ganz... Ja, ich kann es eh nicht verübeln, ich kann es nachvollziehen. Ich wollte schon sagen, ist ja auch ganz süß. Auf jeden Fall verständlich und wir erforschen hier viel weiter voraus. Also schön, dass wir hier so ein bisschen von Terra Incognita aufdecken und unsere Karten ja verbessern. Auch witzig, dass sie hier ein bisschen was einnehmen, ist ja jetzt nicht so viel wert. Kornen wir gerade was? Moment. Ja, Überdehnung plus 0,33. Ich dachte schon, die Korruption ist auf plus 0. Und es wird auch alles gekort. Sehr schön. Das heißt, die Admin-Power, ja, ich brauche die eigentlich für weitere Korungen, die hier bald stattfinden werden. Aber gleichzeitig bin ich auch natürlich ein Fan jetzt frisch von der Inflationssenkung. Aber warten wir mal ab. Bevor wir Inflation senken, wir sind momentan auf plus eine Dukate, ist, glaube ich, ganz okay. Das ist auch noch die Chagatai. Nein, kann man nicht mehr erobern, erforschen, wie auch immer. Dann ist das hier alles im Terra Incognita mäßig kein Usbekistan mehr. Dann müsste das quasi eine andere Nation sein, sonst könnten wir da, glaube ich, drauf herumspringen, wie keine Ahnung was, und uns das anschauen. Ist mal mein Tipp. Also, 82er Kriegsstand, unsere zwei kleinen Spionagenetzwerke laufen an. Hier haben wir was erobert. 84%. Transoxanien ist sowieso durch. Unsere Truppen rennen zurück. Ja. Ein Krieg mit Polotsk oder so ist momentan leider nicht drin. Wäre eigentlich ganz geil. Und
Aus meiner Sicht ist Usbekistan komplett belagert, aber wir kennen komplett Usbekistan nicht. Also ist natürlich nicht komplett Usbekistan belagert. So, jetzt holen wir das hier hinten zurück. Ein bisschen Rekrutenreserve baut sich auf. Hier gibt's Beef, aber unsere Jungs werden das vielleicht meistern. Wäre sogar sehr wünschenswert, wenn. Und ich mach mal kurz Pause. Okay, okay. So, das ist Katalonien und das ist... Ich kann es nicht aussprechen. Hat aber dieselbe Flagge. Schaut euch das mal an. Die Streifen sind einfach dicker als die. Ja, Flagge, Wappen. Dasselbe Wappen, oder? Also ich finde da jetzt nicht, dass da so ein großer Unterschied ist. Auf jeden Fall eins von beiden, ich glaube die hier, können wir dem Reich hinzufügen. Deswegen ist da ein Krieg angebracht. Wenn wir einen Diplomaten hätten, den wir uns jetzt... Oh, genau holen können. Anspruch auf... Das hier. Danke, Spionagenetzwerk beenden. Der Typ kommt jetzt die 6 Tage wieder zurück. 3, 4, 5, 6, komm. Ein bisschen schneller. Yes, okay. Dann können wir den hier den Krieg erklären. Kastilien macht nicht mit. Ja, 12.000 Schulden. Ist natürlich die Frage, gebe ich Kastilien ein bisschen Geld, dass sie mitmachen. Aber bei 12.000 Schulden ist es zu viel. Kastilien wird bankrott gehen. Ich... spüre es. Die werden bankrott gehen. Ich kann sie auch nicht irgendwie... Minus 452 spricht für sich. Leider kein Kastilien. Kastilien hat sich übernommen, hat zu viele Schulden. Die werden bankrott und pleite gehen. Ich spüre schon, das wird bei denen richtige Konsequenzen haben, bei den Kastilien. Okay, die hier schaffen es eigentlich ganz gut. Sehr schön, 6,6 mit einem... Ein-Sterne-General machen 12,1 mit einem 2-Sterne-General fertig, weil die Moral ebenso viel höher ist und die Militärtaktik ist auch höher. Die Disziplin ist gleich hoch. Ihr geht mal hier rüber und macht die platt. Und dann machen wir hier in Österreichisch-Mexiko eigentlich ganz gut sauber. Also wir kommen gut voran, genau. Dann noch die, die und die und dann ist sie eigentlich wieder ready. Wie sieht es denn hier oben aus? Dänemark, alles gut? Jawohl. Ja, alles super, Dänemark. Ja, Grönland gehört zu Dänemark, aber Grönland alles gut. Dänemark ist natürlich hier. Da ist sowieso alles gut bei denen. So, hier haben wir gewonnen. Sehr schön. Mali können wir auch keinen Krieg erklären. Wir könnten Frankreich einen erklären. Nee, Frankreich auch nicht. Ja, uns gehen die Kriegspartner aus wegen den Koalitionen. Wundert mich aber nicht, so ein 2-Sterne-General. Wir gehen auf jeden Fall mal in die Nähe. Okay, können wir noch weiter nachgucken? Die gehen da schon hin. Können wir weiter hier? Nein, das... Oh doch, wir können noch weiter hier hin. Okay, dann gehen wir da auch eins weiter vor. Die gehen eins weiter darüber. Die restlichen Jungs... Die gehen einfach mal alle dahin. Einfach mal alle so ein bisschen gebündelter. 89er Kriegsstand. Das mit Usbekistan und Transoxanien ist ready. Ich würde noch mehr Inflation senken, aber ja. Ich spare die Admin Power jetzt ein bisschen auf für... Wofür spare ich sie auf? Für das Korn. Okay. So ein bisschen, ja, ein paar gute Gebiete schnappen, zum Anspruch fingieren. Ich will das Mamelukenreich abgrenzen, das heißt hier die Gebiete so drumherum, damit die da nicht weiter nach vorne können. Das Mamelukenreich ist natürlich ein totales Schwergewicht, das ist alles nicht so einfach. Ja, ihr könnt da einfach stehen bleiben. Und euch wieder vereinigen, genau. Alle nach vorne, Hauptsache jemand geht davor und guckt sich das mal an, wie es hier weiter in Usbekistan aussieht. Mal schauen, wie viel aus Usbekistan wir rausholen können. Transoxanien, mein persönlicher Tipp ist, dass wir das komplett holen können. Hier haben wir jetzt schon 2 Schiffe. Mit den Schiffen können wir dann auch einmal schön rüber nach Australien. Genau, genau, genau. Sehr schön. Ja. Militärzugang abgelehnt, bekommen die nicht, brauchen... Oh doch, die bräuchten den eigentlich schon dringend, um sich hier zu...
ja, safen. Zwei Provinzen sind übrig geblieben. Die hätten wir uns auch schnappen können, aber wir mussten schnell was durchdrücken. Die Reichsautorität steigt auch stetig und gut. Hier hinten gibt es nochmal Stress, einmal drauf natürlich. Ja, die Admin-Power nutze ich jetzt nicht, um die Inflation zu senken. Die Inflation steigt ja auch. Warum? Weil wir auch immer so viele Dukaten uns schnappen. Wenn wir uns viele Dukaten schnappen, steigt die Inflation und alles wird teurer. Es kommen halt viele Dukaten, viel Geld auf den Markt. Das ist dann nicht verwunderlich, dass es weniger wert wird. So, hier hauen wir jetzt einmal platt. Die kommen mal hier dazu, die zwei Truppen. Es gibt Stress in Grönland. Und der Stress ist schon vorbei. Sehr gut. Da habe ich gar nicht hingeguckt und schon ist es erledigt. Okay, 92%. Aber ich nutze das mal, um uns hier ein bisschen weiter vorne anzuschauen. Schaut euch das mal an. Die haben es schon geschafft, aber das kommt nicht in unsere Karte rein. Ich würde gern sehen, was da ist. Und wir haben einen Kolonialismus-Kriegsgrund gegen Portugal. Ja, den würde ich auch nutzen. Hier sehe ich den nicht. Kann ich so eine Kolonie anklicken und sagen, Krieg erklären? Ja, aber es gibt einen Bruch der Waffenruhe und aggressive Expansion und alles. Kastilien hilft nicht, zu teuer. Für Kastilien ist jetzt alles zu teuer. Nicht verwunderlich. Also, schauen wir uns noch hier das nächste an. Ja, schauen wir uns hier noch das nächste an. Rennt ihr hier auch weiter vor? Wer ist denn da am weitesten vorne? So, am 2. Juni? 9. März. Warte mal, 1. März, 22. März, okay. Wir haben Januar. Ja, es dauert lange. Man muss hier nicht nur überqueren, man muss auch kartografieren und abchecken, was los ist. Also, bevor ich den Frieden mache... Nein. Mehr können wir uns nicht angucken, das hier ist ganz... Wir haben Usbekistan erforscht. Alles klar, alle Truppen mal bitte hier zusammenfügen. Vielleicht weiter vorne hier. Und wir können jetzt auch Frieden schließen. Zuerst mit Usbekistan, 200 Admin Power. Haben wir Frieden verhandeln? Ah, hier hinten führen wir auch Krieg. Voll verpeilt, ist ja auch gleich vorbei. Gegen wen eigentlich noch? Gegen die Berry-Leute hier auch? Ja. Ist gleich vorbei, wenn das erobert ist, ist das rum, dann sind wir wieder im Frieden, was auch ganz schön ist. Wobei ich natürlich lieber im Krieg bin, um weiter, ja, uns zu vergrößern. Also, Usbekistan. Was machen wir? Ich würde Usbekistan natürlich gerne so schnappen, wie ich das jetzt hier zeige. Und der Sinn davon ist, abschneiden von der Chagatai, dass sich die Chagatai nichts von Usbekistan schnappen kann und wir uns Usbekistan langfristig schnappen. Dann haben wir hier so eine Russland-Erweiterung quasi. Russland hat das ja immer gemacht. Oder Moskau, dass sie hier dann irgendwann zu Russland wurden. Also ist das hier, glaube ich, am sinnvollsten. Die eine Provinz. Ja, ich nehme mal die raus und die rein. So, und dann ist Usbekistan eigentlich safe. Ich glaube, hier oben ist nur so Kolonie-Eiszapfen-Provinzen. Also Moment. Frieden. Nein. Hier, Frieden verhandeln. Geld. Also wenn es welches gibt, nehme ich es an. Forderung senden. Damit ist Usbekistan ready. Ja, Österreich, Mongolei. Österreich sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ist kein Problem. Hauptsache, wir haben Usbekistan abgeschnitten. Genauso wie wir hier den Osmanen abgeschnitten haben. Ihr kennt das ja. So, wir verlieren Prestige. Lieber als Admin Power. Ein General ist kaputt, hoffentlich nicht der hier. Und es ist nicht der hier. Sehr gut. Ihr könnt da weiter vor... Genau, um euch einmal zu treffen. So, alles zur Kernprovinz. Wir gehören auch alles Korn, sehr gut. 56 Admin Power haben wir noch. Ja, die Korruption steigt, aber es geht. Ich kann mich noch erinnern, es gab auch noch Zeiten in dem Spiel, da gab es keine Korruption. Das ist auch dann viel expansionistischer geworden. Es war viel einfacher, einfach über pure Mannstärke oder Rekrutenreserve sich auszudehnen. Jetzt gibt es noch Korruption. Klar, die gibt es schon sehr, sehr lange, aber ich kann mich noch erinnern, als es sie nicht gab. Da war das ein bisschen anders, aber gut. Transoxanien, Frieden verhandeln, ich will auch alles. Nichts für ungut, mit wem sind sie verbündet? Lohnt es sich, ein Transoxanien
aufrecht zu erhalten. Tatsächlich nicht, sie sind nur mit Gatsikumuk verbündet. Nicht mal mehr mit denen hier. Gatsikumuk übrigens. Eigentlich, mit wem sind sie verbündet? Osmane, Astrahan, Krim, Korsan, Transoxanien. Ja, es ist sinnvoll, sie zu lassen, glaube ich. Ich lasse mal stecken, ich hätte den Frieden schon früher beschließen sollen, aber egal. Frieden verhandeln, Geld, ja, die Provinzen, mehr gibt's nicht, oder? Transoxanien wird nach dem Krieg nicht länger existieren und sie stimmen zu. Forderung senden, Transoxanien, dankeschön, damit haben wir wieder eine, ja, starke Osterweiterung geschafft, vor allem hier rein. Das ist natürlich vorteilhaft, strategisch. Ich glaube, die Provinzen sind nicht so geil. Moment. Hier einmal wirtschaftlich Entwicklung. Ja, die Entwicklung ist dürftig. Aber die, ja, geologische Bedeutung, wo die Provinzen liegen, ist hoch. So. Der Rest zur Kernprovinz. Alles wird gekort. Und dann haue ich als nächstes wieder ein bisschen Inflation runter. Und Frieden mit den Jungs. Ja, komm, schließen wir auch noch. Wir haben wieder was gekort, damit geht's auch wieder ein bisschen besser mit der Korruption. Rekrutenreserve haben wir, hier wird's gleich Beef geben, gell? Ja. Wieder was gekort. Und dann ist österreichisch Mexiko eigentlich auch gut dabei. Können wir Burgen... Ne, wir können hier... Ja, wir haben nichts zu melden. Ein eigener Untertan, ganz interessant. Die erobern da unten auch irgendwas, ja. Eigentlich ganz witzig, schade, dass Kastilien nicht hilft. Das ist wirklich richtig schade. Aber ich kann es nicht ändern. So ist das eben. Wenn Kastilien nicht helfen will, dann können sie nicht helfen. Wie sieht es eigentlich mit Bulgarien aus? Wir könnten mit Bulgarien immer noch einen Krieg anfangen. Wäre auch cool. Ich meine, der Osmane und Moskau, das sind die zwei, die wir, ja, mit der Zeit in den Griff bekommen haben. Ich kann es nicht glauben, dass die hier unten kämpfen. Geht mal runter und hilft mit. Wie lange braucht ihr? 20. April, 17. Oh, das schaffen sie. Ja, die sind kaputt. Schaffen sie nicht. Dann kann die Zweiertruppe hier mal zurückerobern. Obwohl, nee, die Zweiertruppe einfach mit drauf. Ich glaube, ja, je mehr, desto besser. Viel hilft viel. 4. Mai. Ja, bis sie ankommen, ist auch wieder vorbei. Gut. Ja, dann könnt ihr doch da hoch. Und zurückerobern. Und ihr könnt da mal noch ein bisschen höher. Komm, jetzt. So, was haben wir hier? Silberflotte aus Österreich-Mexiko. Österreichisch-Mexiko eingelaufen. Sie hat 164,94 Dukaten von den reichen Goldminen Österreichisch-Mexikos mitgebracht. Dieser Goldbetrag hat unsere Inflation um 0,06% ansteigen lassen. Seht ihr, wir kriegen viel Geld, die Inflation geht hoch, sollte aber auch im Schach gehalten werden. Wir hatten 20% Inflation. Dadurch wird alles 20% teurer, was ja auch nicht so geil ist. So. Ihr fügt euch mal da hinten zusammen. Oder ihr fügt euch hier zusammen. Könnt ihr euch... Wisst ihr was? Lauft einfach da nach hinten. Und die andere Truppe lauft einfach vor. Moment, irgendwas läuft schief. Das muss ich noch richtig hinkriegen. Also die laufen einfach nach vorne. Und die anderen... So. Und dann auch nach vorne. Eben mit einer Schleife. Kurz in Usbekistan rein. Aber ich kann da nichts machen. Okay, Moment. 61%. Das reicht wahrscheinlich noch nicht, oder? Moment. Erweiterung des Reiches. Geld. Die Kriegsreparation. Ja, dann warten wir mal noch ganz kurz ab. Hier wird auch lustig zurückbelagert. 53 ist es. Die Koalition böse auf uns. Falls es überhaupt eine geben wird, aber die aggressive Expansion ist eben immer noch hoch. Also, die machen jetzt hier weiter, komm. Das müsste doch klappen, ja. Ich sag, das müsste klappen, es klappt nicht, 64%. Ich lasse ein bisschen schneller laufen. Mit denen mache ich auch noch Frieden, dass wir mit Frieden in die nächste Runde starten. Und wir sind hier, glaube ich, gut, ja, ready. Hier gucken, was hier ist, können wir nicht. Wobei ich eigentlich gegen diese Leute hier gern Krieg erklären würde. Moment. Ja, ich überlege mir, vielleicht hole ich noch einen Konquistador. Ich glaube, die sind auch nicht so gut... Ja, gesichert, oder?
Komm, ich hole einfach mal einen rein. Was soll's? So, der da. Und jetzt können wir uns das mal angucken. Schaut euch das mal an. Das ist mir irgendwie gerade richtig ein Bedürfnis. Vielleicht können wir hier einen Krieg starten gegen Gegner, die nicht so stark sind. Und weiter von Ming und wem auch immer hier abzwacken. Also da einmal vor. Und ansonsten sind wir mit unseren Augen einmal hier auf der Erweiterung des Reiches und einmal hier auf der Vergrößerung, nee, der Sicherung der Stabilität von Österreichisch-Mexiko. So, die Truppen können sich einmal davor zusammenschließen. Gibt ein bisschen Stress, das ist als alles nicht so wild. Die Überdehnung ist hoch, ist auch nicht so wild, da ist gleich wieder was gekurrt. 85,9 ist auch gar nicht so viel. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir hier uns so ausdehnen. Und hier, was schauen die sich an? Oder wann kommen sie an? Am 14. Januar. Leute, 14. Januar. Aber ich kann diesen Conquistador auch hier nach unten reinklatschen und hier weiter erobern. Für den Fall der Fälle natürlich. Oder, ja, was heißt für den Fall der Fälle? Eigentlich auch als Routine gründen. So. Also, ihr schließt euch zusammen, 20.000, haut die 10 platt, danach die nächsten 10 österreichisch-mexikanische Bauern. Und dann 10.000, dass die da durchdrehen. Ich weiß auch nicht, woher es 10.000 gibt, wenn man, ja, 1.000 Siedler, wenn man sich so krumm macht, um 1.000 Siedler auf einer Provinz zu bekommen, dass da dann so viele sind. So, wir haben wieder was gekort, David wieder zurückerobert, 90%, Moment, da machen wir da auch einmal den Frieden rein. Frieden verhandeln. Geld, Erweiterung des Reiches, Kriegsreparation, Handelseinfluss, Forderung senden. Wir sind wieder ein bisschen größer, ein bisschen stärker. Ja, sehr, sehr cool. Die Sicherung Usbekistans. Also ich glaube, wobei der Konquistador kann auch da hochgehen. Wir gucken mal, aber ich glaube, hier ist nichts. Ich glaube, wir haben Usbekistan gesichert. Ich hoffe, die können nicht von jemand anders jetzt angegriffen werden. Die sind da am 14. Januar. Okay, okay. Es gibt ein bisschen Stress. Das ist aber wirklich nicht so schlimm. Es sieht schlimmer aus, als es ist. 26. November, 14. Januar. Am 14. Januar kommt unsere Armee erst an. Das schaue ich mir noch an. Bis zum 14. Januar bitte einmal nach vorne. Was haben wir hier? Ungarns Meinung. Die kann sich ruhig verschlechtern. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, geht einmal nach vorne. Ah ja, Januar, stimmt's. Oh ja, die brauchen lange, gut. Dann braucht eben lange. Dann schauen wir uns nochmal kurz hier um. Da drauf. Dann brauchen wir noch jemanden, der da drauf geht. Ja, Kasimov denkt sich, yo, wir... Ja, legen mal los mit Ansprüchen. So, okay, Kardinal bloßgestellt. Wir verlieren den Kardinalsitz. Das geht ja immer hin und her. Einmal hat man den Kardinalsitz, einmal hat man ihn nicht. Ich hau jetzt noch einmal, Moment. Minus 6 Dukaten. Einmal noch die Inflation runter. Also hier haben wir minus 7,55. Und jetzt haben wir minus 5,56. Wenn wir die komplett runterhauen würden, würden wir Plus machen. Einfach aus dem Nichts. Was ja auch viel wert ist. Also, Januar, der 14. bitte. Ich möchte sehen, oh yes, die sind belagert. Sind die jetzt nicht schon da? Ach, wir können da nicht drauf, aber wir haben es entdeckt. Wir könnten ihnen Krieg erklären. Die sind belagert. Von was sind die denn belagert überhaupt? Von der Chagatai. Alles klar, geht mal hier weiter hoch. Entdeckt mal, was da oben ist. Aber auf jeden Fall ist das hier ein möglicher Kriegsgegner, der leider belagert wird. Oh, die Chagatai macht sich hier auch groß. Ja, aber wir könnten hier weiter so die Grünen abzwacken, sodass sich die Chagatai auch nicht die Grünen schnappt. Schaut euch mal an, da ist die Hauptstadt. Die gehen ja bis an Japan. Okay. Ich glaube, mit der Sicherung Usbekistans in dieser Folge kann ich ja ganz beruhigt... Oh, jemand ist noch bankrott, Burgund. Okay. Ganz beruhigt die Folge beenden. Mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Und bis zur nächsten Folge EU4. Macht's gut und ciao.